Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Klaus-Erich Bötzkes. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Am Tag nach dem tödlichen Anschlag auf eine katholische Kirche haben die französischen Religionsgemeinschaften ein Signal des Zusammenhalts gegeben. Präsident Hollande hatte sie zu sich in den Élysée-Palast eingeladen. Der Pariser Erzbischof Vantois appellierte nach dem Treffen an die Gläubigen, sich nicht in das politische Kalkül der IS-Terrormiliz hineinziehen zu lassen. Premierminister Valls hatte gestern vor einem Krieg der Religionen gewarnt. Am Tag nach dem Kirchenattentat kam Präsident Hollande in Paris mit seinem Sicherheitskabinett zusammen. Innenminister Bernard Cazeneuve kündigt an, dass besonders gefährdete Veranstaltungen durch zusätzliche Sicherheitskräfte geschützt werden sollen. Es werden an die 23.500 zusätzliche Polizisten, Gendarme und Reservisten des Militärs aktiviert, um diese Veranstaltungen zu schützen. Unsere Entscheidungen beinhalten auch die Entsendung des Flugzeugträgers Charles de Gaulle zum Kampf gegen den IS bis Ende September. In Saint-Étienne-de-Rouvray sind die Straßen heute still. Der Schock über das Attentat auf die Kirche und die Ermordung des Priesters sitzt tief. Gemeindeschwester Danielle wurde zur Augenzeugin. Ich habe mir gesagt, jetzt ist alles aus. Sie waren so aufgebracht, so wild entschlossen, nach dem Motto, ihr Christen, ihr löscht uns alle aus. In dieser Straße soll der 19-jährige Kirchenangreifer gelebt haben. Ich habe sofort gewusst, dass er es gewesen ist. Als ich dann gehört habe, dass der Täter elektronische Fußfesseln getragen hat, war es mir sonnenklar. Für das erste islamistische Attentat auf eine Kirche in Frankreich findet am Abend ein Gedenkgottesdienst in Paris in der Kathedrale Notre-Dame statt. Auch in Deutschland sitzt der Schock über die Gewalttaten von Würzburg, Ansbach und München noch tief, vor allem in Bayern. Dort berät die Landesregierung heute weiter über Konsequenzen. Nach einem Bericht der Funke Mediengruppe ist geplant, die bayerischen Polizisten mit neuen Dienstwaffen, mit besserer Schutzkleidung und umstrittenen Tasern auszustatten. Mit diesen Elektroschockpistolen werden in den USA Angreifer außer Gefecht gesetzt. Es gab aber auch immer wieder Tote. Der Gewalttäter von München hatte sich seine Waffe offenbar über das Darknet beschafft, ein Bereich des Internets, der über normale Suchmaschinen nicht zugänglich ist. Der illegale Handel dort gewinnt zunehmend an Bedeutung, so das Bundeskriminalamt. Neben Waffen werden vor allem Drogen und Falschgeld angeboten. Das BKA konnte im vergangenen Jahr 5 Verkaufsplattformen aus dem Verkehr ziehen. Eine Waffe wie die des Münchner Attentäters. Die sei im Internet viel zu einfach zu bekommen, sagt das Bundeskriminalamt. Waffen und Munition würden in digitalen Schwarzmärkten angeboten. Einfach zu handhaben, wenn man wisse wo. Cybercrime ist nach wie vor ein wachsendes Phänomen. Man könnte auch sagen, fast ein wachsendes Gewerbe, hier und da vielleicht sogar eine wachsende Industrie. Der Ertrag für die Kriminellen ist groß und die Risiken sind für die Täter oft noch zu klein. Im Internet gibt es 3 Ebenen. Das offene Netz, das wir alle kennen, das Deepnet, in dem Firmen interne Daten zugänglich machen, und das Darknet, zugänglich über spezielle Software. Und das spiele eine immer größere Rolle für Verbrecher, so das BKA. Aktivisten sagen, geschütztes Surfen im Darknet, das helfe aber auch Verfolgten in aller Welt. Ich denke, dass hier ein Nischenphänomen des Darknets eben diese Online-Marktplätze sehr stark überbewertet wird und zu einer Diskreditierung einer gesamten Technologie herangezogen wird, die in vielen Ländern dieser Erde täglich Menschenleben rettet. Das BKA betont, Computerkriminalität werde weiter stark steigen. Hier sei auch die Politik gefragt. Die Polizei brauche mehr Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Online-Durchsuchung. Streiks, Unwetter, die Konkurrenz durch Fernbusse ließen die Bilanz der Bahn zuletzt einbrechen. Nun geht es für den Konzern wieder bergauf. Er konnte seinen Gewinn vor Steuern und Zinsen im letzten Halbjahr auf gut 1 Milliarde Euro steigern. Auch die Bahn reagiert auf die jüngsten Gewalttaten in Deutschland. Künftig soll deutlich mehr Sicherheitspersonal eingesetzt werden.
Mehr Sicherheitskräfte auf den Bahnhöfen und in den Zügen, das gehört zur Strategie der Bahn, um Anschläge wie in Würzburg in Zukunft möglichst zu verhindern. Aber auch technisch will die Bahn aufrüsten, Bodycams einsetzen, wie sie bereits die Bundespolizei nutzt. Auch Videoüberwachung auf den Bahnhöfen. Insgesamt aber sei die Deutsche Bahn bereits jetzt ein sicherer Ort, hieß es heute. Für die Sicherheit unserer Kunden und unserer Mitarbeiter sind in Deutschland jeden Tag 3.700 Sicherheitskräfte und zusätzlich 5.000 Bundespolizisten im Einsatz. Die DB investiert insgesamt pro Jahr rund 160 Millionen Euro in die Sicherheit von Kunden und Mitarbeitern. Zufrieden ist der Bahnvorstand auch mit der wirtschaftlichen Entwicklung. 13% hat der Gewinn gegenüber dem Vorjahr zugelegt. Doch das liegt fast nur am Fernverkehr. Hier steigen die Fahrgastzahlen. Probleme macht der Regionalverkehr, weil die Bahn wichtige Marktanteile an Mitbewerber verliert. Sie ist oft schlicht zu teuer. Auch im Schienengüterverkehr gehen die Gewinne zurück. Hier, wie auch im Personenverkehr, hat die Bahn ein Problem mit der Pünktlichkeit. Da will sie nun gegensteuern, mit einem besseren Management am Bahnhof und bei den Baustellen an der Strecke. Ihr Ziel in diesem Jahr noch sollen immerhin 4 von 5 Zügen pünktlich sein. Bei einem Doppelanschlag in der mehrheitlich von Kurden bewohnten Stadt Qamishli im Nordosten Syriens sind mindestens 44 Menschen getötet worden. Mehr als 140 wurden verletzt. Nach Informationen der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte explodierten die Bomben nahe einem kurdischen Behördengebäude und Sicherheitsquartier. Die Terrormiliz Islamischer Staat bekannte sich in einer Internetbotschaft zu diesen Attentaten. Nach dem Putschversuch in der Türkei hat die türkische Staatsanwaltschaft jetzt gegen 47 ehemalige Mitarbeiter der regierungskritischen Zeitung Zaman Haftbefehle beantragt. Einem Behördenvertreter zufolge sind neben leitenden Angestellten auch Kolumnisten betroffen. Zaman ist eine der auflagenstärksten Blätter des Landes. Wegen Verbindungen zum Netzwerk von Prediger Gülen war die Tageszeitung bereits im März unter staatliche Zwangsverwaltung gestellt worden. Die US-Demokraten haben Hillary Clinton als Präsidentschaftskandidatin nominiert. Die 68-Jährige ist die erste Frau, die von einer der beiden großen Parteien in das Rennen um das Weiße Haus geschickt wird. Auf dem Parteitag in Philadelphia erhielt die frühere Außenministerin mehr Stimmen als nötig. Bei der Wahl am 8. November tritt sie gegen den Republikaner Donald Trump an. Im Streit über die Justizreform hat die EU-Kommission Polen eine Frist gesetzt. Die Regierung in Warschau habe 3 Monate Zeit für Änderungen, sagte Vize-Kommissionschef Timmermans. Brüssel wirft der polnischen Regierung vor, die Unabhängigkeit des Verfassungsgerichtes zu missachten. Lenkt Polen nicht ein, dann könnte in letzter Konsequenz der Entzug der Stimmrechte in der Europäischen Union drohen. In Kalifornien hat sich die Lage in den von Waldbränden betroffenen Gebieten etwas entspannt. Nördlich von Los Angeles konnten die Flammen weiter eingedämmt werden. Die meisten Anwohner durften zurückkehren, noch immer aber sind etwa 3.000 Feuerwehrleute im Einsatz. In den vergangenen Tagen sind in Kalifornien mindestens 38 Häuser abgebrannt. Und wir kommen zu den Wetteraussichten. Bei uns heute Nacht im Osten und im Südosten noch kräftige Schauer und Gewitter. Morgen teils Sonne, teils Wolken, mancherorts erneut Gewitter möglich. 20 bis 27 Grad. Und das war die Tagesschau um 2. Wir melden uns um 15 Uhr wieder. Bis dahin.